Hallo und willkommen zu dem Video Wer lernt was auf wessen Kosten, bei dem es um die Erfahrungen von Studierenden of Color und schwarzen Studierenden an der Hochschule geht. Kurz zu meiner Person. Ich heiße Maria Malik, ich habe an der Uni Wien Soziologie und Anthropologie studiert. Neben meinem sozialwissenschaftlichen Background beschäftige ich mich auch mit künstlerisch vermittelnden Tätigkeiten. In diesem Video möchte ich euch Einblicke in einige ausgewählte Inhalte meiner Forschung geben. Eingebettet ist die Forschung in theoretische Perspektiven, die die Universität als Orte der Wissensproduktion und rassifizierte Machtverhältnisse verstehen. Das bedeutet Prozesse der Rassifizierung, also die Konstruktion einer weißen Norm und davon abweichenden anderen, in die Forschung der Hochschule mit einfließen zu lassen. Rassifizierungsprozesse sind vielfältig und in jedem Aspekt der Hochschule zu finden. Viele WissenschaftlerInnen und TheoretikerInnen haben sich mit dem Thema Rassismus und Hochschule beschäftigt. Beispielsweise zeigt gerade Quilomba auf, dass nicht jedes Wissen an der Universität als legitim bewertet wird. Manches Wissen wird als zu emotional, zu persönlich und somit als nicht wissenschaftlich kategorisiert. Dabei wird nach Quilomba an dem Mythos der Objektivität und Neutralität von Wissen festgehalten. Sarah Ahmed beschäftigt sich unter anderem mit dem Zusammenhang von Räumen, Körpern und Macht und stellt dabei die Frage, wessen Präsenz als selbstverständlich oder aber als Irritation gesehen wird in akademischen Räumen. Hier findet ihr eine Auflistung der Bücher, die für meine Arbeit relevant waren. Eingeschrieben, Zeichen setzen gegen Rassismus an der Deutschen Hochschule von Emily Negubia Kuria. Stille Macht, Silence und Dekolonialisierung, Silence, Wissen und Gewaltstrukturen. On Being Included, Racism and Diversity in Institutional Life von Sarah Ahmed. Bildung, ein postkoloniales Manifest von Bildungslab. Und das Buch von Grada Quilomba, Plantation Memories, Episodes of Everyday Racism. Im Laufe meines Studiums war es nicht immer einfach, Bücher und Inhalte von schwarzen TheoretikerInnen und WissenschaftlerInnen auf Color zu finden. Daher habe ich die Instagram-Seite Education for Us gestartet, um unter anderem Bücher vorzustellen und Perspektiven von BIPOC, also Black and People of Color, zu zentrieren. Kallas schreibt, dass trotz rassismuskritischer Lehrinhalte rassistische Dynamiken im Lernraum vorhanden sein können und sich auf Studierende auswirken. Ausgehend von diesen Überlegungen habe ich mich mit den Erfahrungen von Studierenden an unterschiedlichen Universitäten in Wien beschäftigt. Dabei waren folgende Fragen wichtig. Wie erleben Studierende of Color und schwarze Studierende universitäre Lernräume, die Rassismus thematisieren? Welche Dynamiken erleben sie in Bezug auf Positionierungen, Lernbedürfnisse und Wissenshierarchien? Ich werde einige ausgewählte Aspekte der Ergebnisse darstellen. Ein wichtiger Aspekt war die fehlende Übersetzung von Theorie in Praxis, wenn es um Rassismus geht. Es wird wahrgenommen, dass schon mehr über Rassismus gesprochen wird in akademischen Lernräumen, aber oftmals passiert das entkoppelt von eigenen Kontexten und was die theoretischen Inhalte für den Lernraum zum Beispiel bedeuten, bleibt ausgeklammert. Ja, vielleicht ist das ein Grund, dass wir nicht so viel im praktisch über Rassismuskritik mitnehmen können, weil unsere Vortragenden nicht mal viel wissen, wo es das Praktische gibt. Hier ging es darum, dass eine weiße Lehrende einen Vortrag über Intersektionalität gehalten hat und auf die Nachfrage einer Studierenden keine intersektionalen Initiativen in Wien nennen konnte. Das ist so zu verstehen, dass Rassismus bzw. Intersektionalität als Forschungsgegenstand gesehen wird und nicht in Verbindung mit sich selbst und den Räumen, also der Uni oder Wien, gebracht wird. Zweitens wurde die Vorstellung universeller Lernprozesse thematisiert. Das bedeutet, dass vor allem weiße Lehrende in Seminaren verschiedene Positionierungen im Lernraum nicht berücksichtigen. So lesen alle die gleichen Texte, machen alle die gleichen Reflexionsübungen und so weiter. Die Anerkennung von verschiedenen Lernprozessen und Bedürfnissen würde den Raum für mehr Inklusion eröffnen. Naja, es gibt die, die gar nicht damit umgehen und das irgendwie ignorieren, dass es verschiedene Positionierungen in dem Raum gibt und die ein komisches Wir aufmachen und ich mir oft denke, ich gehöre ja eigentlich nicht dazu. Zusammenfassend kann gesagt werden, weiße Lernbedürfnisse werden zentriert und das zeigt sich in zum Beispiel der demonstrativen Darstellung von Rassismus in Lehrveranstaltungen oder die Behandlung von Rassismus nur als Objekt der Forschung
ohne Einbettung der eigenen Position oder Perspektive und die Vorstellung eines homogenen Raums. Wenn wir uns Uni-Lehrveranstaltungen ansehen, dann knüpfen diese an dem Wissensstand, Bedürfnissen und Gefühlen weißer Studierenden an. Texte und Beispiele werden danach ausgesucht, Rassismus für sie zu erklären und nicht daran, welche Lernmaterialien von Rassismus betroffene Personen oder Studierende brauchen oder dass die Infos über Initiativen oder Safer Spaces für Betroffene wichtig ist. Für BIPOC-Studierende ist nicht die Universität der Ort, an dem sie Wissen zu Rassismus, welches für sie sehr wichtig ist, aneignen, sondern außerhalb. Das zeigt eine doppelte Belastung. Einerseits in Lernräumen zu sein, die nicht auf die eigenen Bedürfnisse eingehen können und zudem relevantes Wissen außerhalb der Uni in ihrer Freizeit suchen zu müssen. Aslan schreibt über die Wichtigkeit von selbstorganisierten Räumen, sogenannten Safer Spaces, innerhalb der Weißen Hochschule und wie diese als widerständige Praxis und Empowerment von Studierenden gesehen werden können. Dafür braucht es mehr Unterstützung, auch in Form von finanzieller Förderungen. Wenn wir bestehende Wissenshierarchien und Ungleichheiten an der Universität anerkennen, ist eine Form hin zur Veränderung das formale Anerkennen von bestehendem Wissen, zum Beispiel durch Zertifikate oder ECTS-Anrechnungen. Rassismuskritische Perspektive soll nicht nur ein Extrathema im Studium sein, sondern als Querschnitt im gesamten Studium vorkommen. Um als weiße Lehrperson einen emanzipatorischen Lernraum für alle Studierende zu ermöglichen, in denen alle Bedürfnisse anerkannt werden können, braucht es eine kritische und kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Weißsein und der eigenen Rolle im System Rassismus. Und auch Lerninhalte für BIPOC-Studierende zu konzipieren, dafür können externe Expertinnen eingeladen werden. Auch durch Gruppenarbeiten können multiple Positionierungen anerkannt werden. Zum Beispiel müssen BIPOC-Studierende nicht immer anwesend sein, wenn weiße Studierende über Weißsein und Privilegien reflektieren. Stattdessen könnten sie die Möglichkeit haben, sich mit rassismuskritischen Widerstandspraxen zu beschäftigen. Im letzten Kapitel meines Artikels habe ich Handlungsempfehlungen für Lehrende formuliert. Diese sind nicht vollständig oder für jede Situation angemessen. Das Ziel war es, mehr Reflexionsprozesse über die eigene Lehrpraxis zu ermöglichen.